Einklang zu bringen ist, was man ja bis dahin über gewisse Kräfte in Politik, Wirtschaft und so weiter gedacht hat, nämlich dass da höchstens ein bisschen Inkompetenz und Gier dabei ist, aber das ist doch eigentlich ganz gut mit uns meinen, die Wissenschaft hier natürlich nicht zu vergessen. Jetzt. Ja, diesen versteckten Händen, die mehr und mehr offensichtlich jetzt werden in den letzten Monaten, steht natürlich nochmal versetzt, sage ich, eine versteckte Hand entgegen. Auch hier muss man natürlich über mehrere Gruppen und Ebenen sprechen, aber am Ende des Tages sind wir hier tatsächlich die Hand Gottes. Die Hand, die dafür sorgt, dass das Leben am Ende obsiegen wird, egal kommen wird. Und auch da werden wir kein Ende sehen, sondern ja einen weiteren Neubeginn. Sie schaut man mal aus. Nicht so, dass wir hier von heute auf morgen in eine neue Welt eintreten werden, sondern alles fließt. Ich will ja mein was betrinken. Ein sehr bekannter Spruch, wenn es um das große Ganze geht. Und ja, diese versteckte Hand Gottes, die haben meines Erachtens noch nicht alle, die sich mit gewissen Themen auseinandersetzen, erkannt und können daher auch nicht nachvollziehen, wie man denn so sehr im Vertrauen sein kann. Wie man in diesen Zeiten optimistisch kann, wie man eventuell sogar sagen kann, es könnte nicht besser laufen. Und ja, diese Aussage würde ich ja sogar mittragen, denn das, was wir momentan sehen, lässt sich wirklich weiterhin, ich bleibe da dabei, als das große Erwachen definieren. Und ja, ich bin mir sicher, dass dieses Erwachen auch nicht bei gewissen Themen enden kann, denn dafür wurde in den letzten Jahren einfach zu viel an die Oberfläche gebracht. Und ja, ich bin gespannt, wie sehr dieses Erwachen in eine Richtung führen wird. Also die Richtung ist klar, aber wie viele wie viele Täuschungen wir noch angeboten bekommen, ich sag's mal so, bis wir wirklich erkennen, was wirklich in uns steckt. Ja, durchaus sehr philosophisches Thema. Ich möchte auf alle Fälle betonen, bleibt optimistisch, bleibt im Vertrauen und seht das, was wirklich passiert, seht die Taten, nicht nur die Worte. Ich denke, auch hier gibt es bei vielen verschiedenen Themen, auch in der alternativen Szene, unterschiedliche Herangehensweisen. Wichtig ist, dass man erkennt, dass man selbst Mensch ist und zum Großteil mit Menschen zu tun hat. Und das ist eine Frage, über die man natürlich diskutieren könnte. Mache ich aber nicht. Und ja, bleibt vor allem menschlich, bleibt friedlich und vertraut in euch und vertraut vor allem Gott. Und da sitzt er immer so. Was aber ebenfalls ein gewisses Gefühl ist, denn der Glaube und der Vision, also was passiert wird, die Menschen auf den Weg zu setzen. Ja, sind wir eben da, wo wir schon des Öfteren waren, auch bis zu diesen Tagen. No way! Das ist, keine Drittparteien. Um einen Leistungsboden zu bekommen. Ja, da könnten wir jetzt lange reden. Macht man nicht. Wir schauen es uns an. Die Welt hat sich natürlich weiter gedreht. Jetzt. Und wir sehen in der letzten Woche den Niedergang der Strömungen. Aber auch anderswo geht es rund und es bewegt sich mehr und mehr auf ein großes, spektakuläres Finale zu. Und dieses spektakuläre Finale, ich habe es auch das ein oder andere Mal schon angedeutet, könnte durchaus entweder den ein oder anderen biblischen Einfluss haben oder ein kosmisches Schauspiel werden. Und das bringt uns gleich auch dann zum ersten Themenbereich. Will man natürlich eigene Gedanken machen. Glaubt mir nichts. Und ich versuche weiterhin die Dinge derart anzukratzen, dass immer genug Spielraum bleibt, dass ich die Gedanken machen kann. So, und damit beginnen wir mit dem Laserstrahl aus dem Weltraum. Eine Nachricht hat die Erde erreicht. Das Ganze
auch im deutschen Mainstream ziemlich prominent vertreten. Eine Nachricht aus dem Weltall legt die 40-fache Entfernung zwischen Erde und Mond zurück. Um ihren Inhalt geht es dabei nicht. Das ist ein Themenbereich, der da aufgekommen ist. Man hat auch eine alte Nachricht, die irgendwann mal in den 70er ausgesandt wurde. Man reagiert mittels einer Sonde und so weiter und so fort. Allerdings gibt es da auch noch die ein oder andere weitere Thematik. Die NASA warnt vor einem Solarsturm, einem Sonnensturm, der die Erde jetzt in diesen Tagen trifft. Hat ja mal wieder eine gesteigerte Intensität bösartig. Das der einzige Grund ist, was das Klima auf der Erde wirklich beeinflusst, das ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Und ja, eventuell findet sich in einem solchen Sonnensturm dann auch die ein oder andere Erklärung, wenn die Dinge hier wirklich beginnen aus dem All zu laufen. So, dann nicht nur diesen Markt aus dem All und der Sonnensturm sind in diesen Tagen medial vertreten. Ich finde am bemerkenswertesten in diesem Zusammenhang dieses Thema Artikel aus dem All. Es ist dort einfach nichts zu finden, was derart hohe Energien produzieren könnte. Ja, es kam aus dem Kosmos und macht Forscher ratlos. Ein extrem energiereiches Elementarteilchen. Über 10 Millionen Mal mehr Energie als der größte Teilchenbeschleuniger es produzieren könnte. Experten sprechen gar von einer neuen Physik. Ja, ist das eventuell auch schon eine gewisse Vorbereitung auf das, was wir sehen? Wir finden hier ein gewisses Framing oder Priming in den Bildern, diese Aktivitäten in den Fernen dieses unendlichen Weltalls, das uns da seit frühester Kindheit präsentiert wird. Und ja, dieses Bild hat man auch relativ oft gesehen, ist natürlich mal wieder ein Bild. Und ja, hier, und da wären wir mal wieder bei der Wirklichkeit, die ich schon angesprochen habe, sehen wir diesen Gottesartikel, Goddess Particle, also das Gottesteilchen, heißt es auf Deutsch, von der die Erde in diesen Tagen ebenfalls getroffen wird. Und, ja, wir haben keine Idee, wo es herkommt. Schauen wir uns an, ob sich das Thema noch trainieren mal lieber darf, so viel wie es geht. Ganz kurzer Zeit, dass gewisse Kapitel geöffnet werden. Wir neu das hier nennen, aber es sieht wirklich, man ist sich mal wieder einig. Ja, es ist mysteriöse kosmische Strahlen, die in Utah entdeckt wurden oder observiert wurden, kamen außerhalb unserer Galaxie. Und ja, wie gesagt, ein größeres Thema, das da eventuell noch ausgeweitet werden darf. Ich bleibe beim Gottesartikel und die Frequenz an Licht, die da seit Jahren eventuell auch auf der Erde erhöht wurde. Ich denke, auch da kann man in die Tiefe gehen. Und diese Frequenz oder diese gesteigerte Menge an Licht bringt natürlich auch, wie ein Scheinwerfer, das so an sich hat, Licht an dunkle Orte. Und da müssen wir natürlich über all die Verschwörungstheorien sprechen, die sich in diesen Tagen nacheinander mehr oder weniger bewahrheiten. Und als stellvertretender Artikel habe ich hier von Epoch Times etwas von Cash Patel, kein Unbekannter für die Hörer meines Kanals. Entlarvung des tiefen Staates und des militärisch-industriellen Komplexes. Das eine Sache, die viele schon seit mehreren Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, beobachten und man jahrelang gedacht hat, man hätte nie eine Möglichkeit, diesen tiefen Staat, diesen militärisch-industriellen Konflikt zu entlarven, vor allem in den USA. Die könnte man vielleicht noch mehr dazu nehmen, auch den ein oder anderen weiteren Industriezweig, ganz egal. Und nun erleben wir auch mit dem sogenannten Wahrheitsmix eine Entwicklung, die sich viele nicht hätten träumen lassen. Die ganze Menschheit erkennt es auf einmal, was da gespielt wird. Das ist in einer Art und Weise, die nicht mehr umzudrehen ist. Und mir fällt gerade dieser Spruch ein, den werden wir später auch nochmal sehen. Nichts kann stoppen, was kommt, wenn man die Entwicklung der letzten 6 Jahre mal Revue passiert. All die Weltkriege, die zum Beispiel ausgefallen sind, all die Verhaftungen, die zufällig, all das, was medial auch an die Öffentlichkeit gekommen ist, liegen, die sich gezeigt haben, all die Versuche durchaus auch krimineller Natur
hier gewisse Dinge doch noch umzudrehen. Den Sturm aufs Kapitol zum Beispiel gesehen. Der ja, Corona-Wahnsinn war ja, wenn man es aus amerikanischer Sicht betrachtet, auch ein Angriff auf die Präsidentschaft von Trump. Zumindest wird es behauptet. Ich weiß es natürlich nicht. Und ja, all diese Dinge, die ebenfalls krachend gescheitert sind, der Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Und ja, nun stehen wir tatsächlich an einem Punkt, an dem es die Menschheit so ganz, ganz, ganz langsam wissen will. Und sogar der Deutsche ist so ganz langsam ein bisschen misstrauisch geworden. So, wir bleiben allerdings noch ein bisschen am antiken Staat in den Vereinigten Staaten und haben hier mal wieder, Gott sei Dank, einen Faktencheck, der böswillige Verschwörungstheorien. Heißt es, schockierende Bilder, die Osama bin Laden mit Obama, Condoleezza Rice und Hillary Clinton zeigen, sind natürlich, Gott sei Dank, ein Fake. Niemals wäre aus den elitären amerikanischen Kreisen da eine Unterstützung für solch böse Terroristen wie Osama bin Laden. Denkbar. Man hat ja Gott sei Dank auch kurz einen Prozess gemacht mit diesem Sondereinsatzkommando, das dann ebenfalls wenige Jahre später komplett beim Hubschrauberabsturz gestorben ist. Und ja, lässt sich natürlich noch nicht verfolgen. Ja, es gibt Gründe, wieso es Faktenchecker gibt, um diejenigen, die es noch ein bisschen glauben möchten, zu beruhigen. Alles ist gut, bitte. Sie weiterhin zu sehen. Ja, und dann blicken wir zurück zu den Dingen, die sich da am Firmament, kann man jetzt auch offiziell darüber reden, tun. Und da bleiben wir in der falschen Straße. Der UAP Disclosure Act, CS-Ring um das UFO-Enthüllungsgesetz am US-Kongress. Ja, im vergangenen Sommer sorgten eine demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer und der republikanische Senator Mike Rounds im US-Senat mit einem Gesetzentwurf für Aufsehen, der eine umfassende öffentliche Enthüllung angeblich vorhandener UFO-Geheimnisse los mit sich bringen würde. Eingebettet in das Gesetz zum kommenden Verteidigungsetat für 2024, auch in den USA hat man Haushaltsprobleme, steht auch der Schumer Rounds Unidentified Anomalous Phenomena, also unidentifizierte anomale Phänomene, Disclosure im Enthüllungsaktgesetz. Und ja, schon kommende Woche wird der ganze debattiert. Wie bekannt wurde, gibt es jedoch schwergewichtige Bemühungen, das Gesetz entweder ganz zu kippen oder zumindest stark aufzuweichen. Ja, ihr seht schon, bereitet man weiterhin gewisse Dinge vor und dann, ja, wenn alles am Zusammenstürzen ist, eventuell noch die berühmte UFO-Karte zu spielen. Und damit kommen wir zur Berichterstattung in den deutschen Medien. Und da haben wir einen Artikel vom 21.11. bei ProSieben. Verschwörungsglaube, Verschwörungstheorie heißt ja schon lange nicht mehr. Denn ja, Theorien könnte man ja praktizieren und damit arbeiten. Glaube, Mystik, Erzählung. Ja, man kann behaupten, was man will, ohne irgendwelche Indizien dafür zu haben. Ich denke, darum fand hier dieser Benennungswechsel statt. Egal. Ja, hier geht es um die gute alte Reptiloiden. Verschwörungstheorie. Die Verschwörungstheorie rund um die Echsenmenschen begeistern. Verschwörungstheorie. Übrigens ein Begriff nach der Ermordung von John F. Kennedy von der CIA erfunden. Auch John F. Kennedy werden wir noch kurz betrachten. Ja, die Echsenmenschen natürlich alles voll. Wer sich sowas ausdenkt, muss natürlich einen großen Aluhut aufhaben. Und ja, dass die Bild-Zeitung dann hier titelt, Aliens besuchen uns vielleicht schon seit tausenden von Jahren, hat natürlich nichts, aber auch gar nichts mit einer eventuellen Existenz von Echsenmenschen zu tun. Ja, auch Obama, wie es heißt, bestätigt sich in UFOs und Whistleblower wurde von Agenten bedroht. Nein, haben die USA etwa das ein oder andere zu verstecken. Auch hier gibt es natürlich die ein oder andere Stimme, die davon ausgeht, dass diese UFOs eben nicht von Aliens, von den Planeten stammen, sondern eventuell sehr viel mehr produziert werden, als uns das lieb ist. Und eventuell auch von menschlichen Aktivitäten zeugen, die man so in der offiziellen Geschichtsschreibung
ja, nicht erwähnen möchte. Und eventuell ja, würde uns diese Enthüllung in ganz überraschende Bilder führen. Denn, ja, wen würde es heutzutage tatsächlich schon groß schockieren, wenn das ein oder andere Alien rumlaufen wird? Also, offiziell. Also die Hölle. Nun gut, ihr merkt, die Probleme sind inzwischen groß genug, um diese Dinge an die Oberfläche zu bringen. Und ja, auch das ist ein guter Artikel hier vom Spiegel. Es würde sicher Streit über die Außerirdischen geben. Streit über die Außerirdischen, Streit mit den Außerirdischen. Das wird man sehen. Ja, was, wenn wir intelligentes Leben im All finden? Meines Erachtens ist ja viel wichtiger, ob wir jetzt Aliens finden oder nicht, die Glaubhaftigkeit an die Vorstellung eines Weltalls sehr viel wichtiger. Denn wenn die Leute auf einmal davon ausgehen würden, aus welchem Grund das immer, dass wir hier eben nicht in unendlichen Weiten befindlich sind, sondern dass ja unsere sehr viel, wie soll man sagen, anders gebaut ist, als uns das erzählt wird. Ja, dann würde man eventuell auch über das ins Grübeln kommen. Und ja, die Außerirdischen, also angefangen bei Mr. Spock und so weiter, wurden uns ja medial ebenfalls schon seit Jahrzehnten nahegebracht. Und ja, wen wird es, wie gesagt, heute noch tatsächlich schockieren? Spannende Geschichte, wir werden sehen. So, und wo wir bei den Verschwörungstheorien sind, hier. Die schon angedeutete Hand Napoleons. Warum Napoleon, heißt es hier? Diese Sache mit der Hand. Ja, wenn es ein Markenzeichen Napoleons gibt, dann die Hand, die sich immerzu in die Weste steckt. Generationen rätselten über die Gründe. Die Antwort ist so bizarr. Ja, die Antwort vom Spiegel lassen wir hier mal weg. Ich, ja, wer ein bisschen Hausaufgaben machen möchte, kann einfach mal diese Steckhand recherchieren und ja, man wird sich wundern, wie viele heute durchaus prominente Personen ebenfalls diesen kleinen Tick haben, hier die Hand verstecken. Und ja, böse Zungen sehen das ebenfalls als ein Symbol für eine gewisse Zugehörigkeit. Und wenn wir ganz weit zurückgehen, die viel angesprochene alte Welt, in der das sehen wir auch dort immer wieder, diese Hand, die da vom einen oder anderen eben nicht gezeigt wird. Und ja. Hier geht der Ausspruch der Kontrolleure um. Das Ganze in der entsprechenden Fachliteratur ist nicht, aber in den entsprechenden Videos auf Twitter und Telegram und am YouTube. Generationen rätselten über die Gründe, die anderen oder nicht. Die Glaubhaftigkeit an die Vorstellung eines Weltalls sehr viel wichtiger. Denn wenn die Leute auf einmal davon ausgehen würden, aus welchem Grund das immer, dass wir hier eben nicht in unendlichen Weiten befindlich sind, sondern dass ja, unsere kleine Welt sehr viel, wie soll man sagen, anders gebaut ist, als uns das erzählt wird, dann würde man eventuell auch über das ein oder andere noch ins Grübeln kommen. Und ja, die Außerirdischen, also angefangen bei Mr. Spock und so weiter, wurden uns ja medial ebenfalls schon seit ja, Jahrzehnten nahegebracht. Und ja, wir werden das, wie gesagt, heute noch tatsächlich schockieren. Spannende Geschichte, wir werden sehen. So, und wo wir bei den Verschwörungstheorien sind, hier ja schon die schon angedeutete Hand Napoleons. Warum Napoleon, heißt es hier? Diese Sache mit der Hand. Ja, wenn es ein Markenzeichen Napoleons gibt, dann die Hand, die sich immerzu in die Weste steckte. Generationen rätselten über die Gründe. Die Antwort ist so profan wie bizarr. Ja, die Antwort vom Spiegel lassen wir hier mal weg. Ich, ja, wer ein bisschen Hausaufgaben machen möchte, kann einfach mal diese versteckte Hand recherchieren und ja, man wird sich wundern, wie viele heute durchaus prominente Personen ebenfalls diesen kleinen Tick haben, hier die Hand verstecken. Und ja, böse Zungen sehen das ebenfalls als ein Symbol für eine gewisse Zugehörigkeit. Und wenn wir ganz weit zurückgehen in die ja, viel angesprochene alte Welt, der eine oder andere spricht von Tartaria, da sehen wir auch dort immer wieder diese Hand, die da vom einen oder anderen eben nicht gezeigt wird. Und ja, hier geht der
Ausspruch der Kontrolleure oben. Das Ganze entsprechend Fach, Literatur das nicht, aber einen So, machen wir das mal schnell. Pause, damit wir hier mitkriegen, was die Alte labert. I'll heal you. Would you like to save the game? Ah, wir hätten ja speichern können. Das eine hätte man nicht gebraucht. Undine, the elemental of water, lives in a cave behind a waterfall east of this palace. Her barrier protecting the palace has disappeared, and I fear the worst. She could be in grave danger. You must find her. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier irgendwas ist. Welcher war ja noch was, ob sich das geändert hat. Blöd gesagt. Nö, sieht nicht so aus. Gut. Ich muss ihn retten. Okay, laufen wir mal. Und laufen und laufen und laufen. Also wieder. Scheiß Knöpfe. So, gehen wir. So. Also der braucht ja nichts. Die kommt mit der Axt langsam voran. Ups. So, ich mach das voran. So, gehen wir in die Höhle. Achso, jetzt will ich was vergessen. Angriffsbefehle. Alle unterschiedliche Zonen. Alle unterschiedliche Ziele. So. Also. Perfekt, das läuft doch gleich viel besser. So. Ah, da war ein Durchgang. What the? Was zur Hölle ist das? Das Vieh ist ja hässlich. Yeah!
die hat sich selbst geheilt. Oh ne, die ist Stufe 10. Ach. Ah ja. Handschuh-Orb. Gut. So ein. Ich gar nicht, ist da bereit. Könnte ich denn jetzt schon Stufe 2 lernen? Ich gar nicht. Aber ich weiß jetzt, dass ich so langsam. Oh. Ja, brauchen wir einen Tick. Ah. My friends, I am Undine, the water elemental. In return for your kindness, you may use my power. Hey, ich krieg Magie. Elementals may manifest as two types of spells, to use as you will. Ja, was hab ich denn? You may call upon my recovery and defense magic. Yay! And you may use my battle magic. What about me? You are the wielder of the mana sword. Magic will never be yours to master. Ah ja. Als Hauptcharakter bin ich gefickt. Was Magie angeht, gut zu wissen. For to pit your own magic against that of your sword could yield disastrous results. However, you may channel the magic of others through your mana weapon. Oh. For instance, she can cast Ice Saber on your weapon, turning your enemies into snowmen. Oh, das ist ja interessant, zumindest etwas. In addition, I leave this mana weapon to you. With it, you may attack enemies both above and below you. Yeah! Call upon me at any time. Was? All right! I'll be a master mage in no time! Yay! Ja, genau. So, jetzt müssen wir noch lernen, wie ich... Aber... Scheiße, ich muss schon wieder zum Zwergen. Das rüsten wir gleich mal auf. Ich jetzt gar nicht weiß, was... Moment, nee, da... Ich glaube... Bringen wir bei dem erstmal alles auf Stufe. So. Uff, das hat den Jammer nicht gebracht. Bringen wir erstmal alles auf Stufe 1. Die macht dann. Da geht's dann mit den anderen Waffen weiter. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt jedenfalls den Zwergen. Haut da noch den Leuten. So. Wenn es hier wieder vorwärts geht, mache ich tatsächlich mal. Aha. Ach nee, ich gehe jetzt. Noch was anderes. So. So. Achso, die greifen jetzt alle dasselbe Tier an, das ist wieder falsch. Ja, die Viecher in Schach halten. Unterschiedliche Tiere. Achso, Magie. Ah ja, das ist... Ah, so. 3, 2...
Der. Udine, was war's? Genesung 1MP. Achso, befreien. Stellt TP wieder her. Cure water. Ah ja. Wunderbar. Also ist das so eine Wurfwaffe. Das ist schon mal schön. Also muss ich das übers Ringmenü machen. Hochinteressant. Hey, ihr blöd, ihr sollt doch unterschiedliches Zeug angreifen. Aha. Yeah! So, jetzt gehen wir zur alten im. Nee. Ich wollte was anderes. Die hat nämlich gerade das Ding fertiggestellt. Was brauchen wir noch? Ah, da fehlt so vieles. Wie weit ist die? Ah, 90%. Ja, macht gerade das. 1, 1. Was haben wir denn noch? Die macht jetzt eine Peitsche. Da kommen wir dann. Machen wir erstmal alles auf Level 1, was geht. So einfach ist. Der nimmt ein Schwert auf die Seile. Ah, genau. Er kann ein Schwert nehmen. Wenn wir soweit sind. So. Gehen wir erstmal hoch und labern mit der alten wieder. Video kann ich uns, kann ich gleich nochmal Tisch machen. Das wäre alles schön. I'll heal you. Would you like to save the game? Oh, direkt nochmal speichern. Use Undine's power to clear the magma in the underground palace. Crystal orbs are made to respond to a specific elemental's power. Oh, Raggy. So. Soll ich ehrlich sein? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich gehe jetzt mal nochmal draußen schlafen. Hoffentlich. Mal schauen, was die jetzt labern im Inn. Wenn sie von innen das nächste Mal im Innen sind. Dort pennen. Sonst. Ich hab grad keine Ahnung, wo ich hin muss. So, jetzt ist tot. So, mal schauen, ob wir ein schönes Gespräch kriegen nochmal, so wie beim letzten Mal. Wurde Zwerg größenwahnsinnig war. Welcome to Neckos. Do you need anything? Was zum Beispiel? Ja, ich brauche. Oh, mere interested. What'll it be? Erstmal. Perfectly priced items available. Ich möchte was kaufen. Also, wir hatten Bonbon. Zimmer Max. Achso. Das könnten wir gebrauchen. Das Hammer Max. Stell TP wieder her. Stell T. So. Also Bonbon Hammer. Das Max. Also 200 TP vollständig herrscht. Warum nicht? Stellt MP wieder her.
1000. Ach du Scheiße. Status-Effekte, eine Toten wieder. Nee, fast zwischen Sprachen. Ach, nehmen wir mal Walnuss. Anything else? Nee. Be seeing you. Ups, nee, ich wollte pennen. Welcome to Neko's. Do you need anything? Zum Beispiel. Oh, you're interested. Ja, 30 GP. A good night's sleep would. Ja, ich will wissen, ob es was Interessantes hier gibt. Wieder ein interessantes Gespräch. Ja, was ist doch. So that's a witch's castle. What's the deal with castles anyway? Is every meal a feast like people say? Are there beds as big as boats? These inns don't have enough space, that's all I'm saying. I think I'm cut out for the high life. Not sure how much you like it. You people have no idea. Palace life is not fun. You okay? Oh my god. No! Harsh words, sis. You want to crush my dreams that bad? People from the palace only think about their own status. Everything is for the sake of the realm. No one ever stops to think about how the rest of us feel. Who wants to marry into that kind of oppression? And what a crybaby! No one ever told that jerk no! One little slight and he went crying to his daddy. Everything was about him. What a narcissist. That pampered kid is nothing like Dyluck. Hört sich an wie die heutige Jugend. Achso. Ich hab den Chat gar nicht offen. Achso. Ja gut, ist egal. Dyluck's a responsible soldier who wouldn't blame others for his mistakes. The Dyluck always asked me how my day was. Or brought me flowers. Not like some people. What a loser! Ah! Sounds like Sis had it rough. A witch's castle would be way different from what she's used to anyway. So. Scheiß drauf, speichern mal klein nochmal. Bringt zwar nichts, aber. So. Ja, ich möchte speichern. Ja, so. So, jetzt machen wir mal unseren Stream wieder an, weil jetzt kämpfen wir uns wieder zu den Zwergen vor, um die Waffen abzugraden. Entsprechenden Videos auf Twitter und Telegram und an YouTube anschaut. Findet man ebenfalls eben sehr, sehr oft diese Geste. Da sich das zeitlich, zumindest nach der offiziellen Zeitlinie, durchaus begegnet, also Napoleon, sowohl wie diese, ja, das Störte alte Welt, haben ja im 19. Jahrhundert stattgefunden, 18. bis 19. Jahrhundert. Und ja, ich denke, das ist ein äußerst, äußerst interessantes Forschungsfeld für all diejenigen, die ja unzufrieden mit der offiziellen Story sind. Soll da den einen oder anderen geben. Nun gut, ja, zurück ins Jetzt. Aluhut heißt es hier. Laut Bing-Suche existiert Australien nicht. Ja, da reiht man sich ein. Auch Bielefeld soll es ja nicht geben. Microsofts Suchmaschine verbreitet einen Hoax und sorgt dafür Verwunderung. Vor allem bei den real existierenden Menschen in Australien, die man ja ebenfalls hier ja, mit der ein oder anderen Verschwörungstheorie in Verbindung bringt, für diejenigen, die sich zum Beispiel mit dem Globus auseinandersetzen, ist ja klar, dass die Australier mit dem Kopf nach unten leben. Ja. Ihr merkt, ja, viele Dinge kann man schon gar nicht mehr wirklich ernsthaft betrachten. So, dann wird weitergemacht im Mainstream mit dem ein oder anderen Aufräumen begonnen. Ich sag's mal so, Bill Gates, lange ja gerade in den Medien ein Held. Vor allem während der Corona-Pandemie trat er als der große Philanthrop auf. Anscheinend, ja, ist er das nicht. Er ist es bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, man höre und staune. Bill Gates ist ein Problem für die
Demokratie. Ja, hier geht es um ein neues Buch. Das ist früher niemals der Mainstream-Medien geschafft hätte. Das heute so weitergegeben darf. Hier merkt man wieder, wie sich die Dinge dann doch drehen. Und ja, der große Abbau findet hier in aller statt. Ja, Breitbart, natürlich kein Mainstream, heißt es dann Bill Gates. Verhältnis mit dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein hat sich um einen globalen Gesundheitsinvestmentsfonds gedreht. Also wir haben hier Jeff Epstein, wir haben einen Bill Gates hier oben, noch einen Bill Gates hier unten, auch selbst auch ändert Bill Gates und so weiter und so fort. Die hat sich getrennt von ihrem Billy Boy. Und ja, ich denke, hier kann man ebenfalls das eine oder andere finden. Das große Rad, das da steht. Und auch hier immer wieder geht es natürlich um das Buch der Kinder. So, ja, da sind wir noch gerade beim Thema. Und blick nochmal zurück auf Elon Musk, vor dem sie auch das eine oder andere Foto aus seiner Vergangenheit geht. Als er als junger Mensch schon weniger Haare hatte als jetzt. Völlig natürlich, natürlich. Und ja, hier letztens noch drüber gesprochen, heißt es, Elon Musk belebt Pizzagate oder die Pizzagate-Verschwörung neu. Der Milliardär und Besitzer von X hat mehrere Posts veröffentlicht, die andeuten, dass die ja natürlich bereits debunkte, also als falsch deklarierte, 3 Jahre alte Theorie befeuern. Hier geht es um die oder eine bestimmte Pizzeria in Washington, D.C., Comet Pizza, meines Erachtens. Ja, und das Ganze wird natürlich auch immer wieder mit der berühmt gewordenen QAnon-Verschwörungstheorie in Zusammenhang gebracht. Und hier ein kleines Wort auf Twitter von Clandestine. Hier heißt es, QAnon, du meinst die Verschwörungstheorie, die behauptet hat, dass ein tiefer Staat existiert, dass die Mainstream-Medien korrupt sind, dass die Politiker böse, Menschen haben die Pädophilie um sich greifend ist, dass Russiagate eine Lüge war, Corona, der Wahlbetrug real ist und Pharma Betrüger sind. Natürlich ist es so, dass nichts von dem, was da gemacht wurde, wahr ist. CQ oder QAnon kann man sagen, dass da von Anfang natürlich nicht nur, also meines Erachtens, ich sehe das so, dass Q eigentlich im Hauptbestandteil seiner Posts Fragen aufgeworfen hat und die wenigsten Behauptungen, die da momentan mit Q oder QAnon in Verbindung gebracht werden, wirklich auch schon unterhalb von Schlössern genannt werden. Also, es hat sich in den letzten Jahren da ein Feld entwickelt, die sich auch oder QAnon Team, aber jeder da seine eigenen Narrative mit reingesponnen hat und diese allerdings dann auch mit Q verbunden hat. Ich habe versucht, das zu vermeiden. Ich sehe Q wie viele, viele andere Bewegungen als Teil einer großen, großen, weltumspannenden Bewegung, die nicht nur jetzt im militärischen oder Geheimdienstkreis stattfindet, die vor allem spirituelle Ebene auch stattfindet. Und ja, dieses große Erwachen symbolisiert. Und mit diesem großen Erwachen findet natürlich noch ein großes Aufräumen statt, da gehe ich voll mit. Gut, das ist noch nicht alles geplant. Aber ich sehe schon auch, dass es natürlich auch aus diversen Gründen immer wieder versucht wird, Q das ein oder andere anzudichten, um es dann gegen ihn oder gegen die entstandene Bewegung zu benutzen. Natürlich auch der Sturm auf den 6. Januar in den USA, die Dinge, die da in Deutschland passiert sind. Und ja, so Themen wie gewisse rechtsstaatlichen Fragen, Themen Nisara, Gesara und so weiter, die dann ebenfalls als eine Behauptung von Q oder wie eine Behauptung von Q gewertet werden, wobei Q niemals über die Dinge geredet hat.
Sei mal dahingestellt, mir ist auch völlig egal. Jeder soll die Dinge bewerten, wie er möchte. Ich habe die Entwicklungen, die durch Q dann wirklich ins Tageslicht gekommen sind, schon gute 10 Jahre davor, zumindest in den Anfängen, für mich beobachten können. Und für mich war Q mehr oder weniger eine Konsequenz aus den Dingen, die ich hier schon gesehen habe. Daher, wir haben mich von Anfang an nicht nur als ein nicht nur, es ist falsch formuliert, ich habe mich niemals als ein Q-Anhänger oder ein Q-Anon-Anhänger gesehen, sondern Q hat wie viele, viele andere Aspekte natürlich auch in mein Weltbild mit eingespielt, allerdings nicht als das einzig Dominierende, sondern ich habe stets probiert, meinen Geist offen zu halten. Den gleichen Fehler zu machen, wie die Gegenseite zur Religion hoch zu stilisieren. Könnte man auch viel zu sprechen. Ich hoffe, auch hier hat der ein oder andere Zuhörer eine gewisse Distanz bewahren können. Und auch aus den entsprechenden Kaninchenlöchern wieder rausgefunden. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich die Dinge angeschaut hat, dass man sich bewusst ist, was hier tatsächlich in den Tiefen so los ist. Aber das zu seinem Lebensinhalt zu machen. Und nur noch interessant, beschäftigt zu sein. Zerstört meines Erachtens das Herz, die Seele, die Liebe, die man in sich trägt. Und wie gesagt, die Menschheit muss es sehen. Aber ich würde niemandem empfehlen, sich das wirklich 24/7 reinzuziehen, ohne einen Ausgleich zu finden. Und dann kann ich das sagen, dass ich durch das, was ich hier mache, mich schon viel zu sehr in Themen auserlege. Wie gesagt, ich bin der Erste, der wie du schreit, wenn die Dinge endlich getäuscht geklärt sind. Aber auch das, alles halb so schlimm. Am Ende des Tages müssen wir doch wirklich alle unglaublich froh, stolz und glücklich sein, dass wir die Tage erleben, denn wir befinden uns wohl am größten Wandel, die es gibt. Und zumindest, wenn man unsere Geschichte so glauben kann, ist ja noch eine Geschichte. Und das so bewusst, mehr oder weniger bewusst erleben zu können, ist meines Erachtens ein großes, großes Geschenk. Und dafür darf man, auch wenn es teilweise wirklich schwierig und holbrig ist, durchaus dankbar sein. Nun gut. Ich verquatsche nicht, sonst wären es heute wieder 3 Stunden. Wir blicken auf einen weiteren Post auf X, wie man das sagen muss. Und Shadow of Ezra. Und es fehlt hier Jack Posobiec, der Mann, der Pizzagate als Fake abgetan hat und Q als Betrug gesehen hat, möchte nun so handeln wie einer von uns. Hier heißt es, nothing can stop what is coming. Wie gesagt, ich will... Achso, Prim Wars. Q und auch die Bewegung, die sich da entwickelt hat, überhaupt nicht schlecht reden. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir ein durchaus kredibles Sprachrohr gewisse Kräfte sehen. Aber ich sehe durchaus natürlich auch eine gewisse Gefahr. Wie in allen anderen Dingen auch, die eben irgendwann zu groß werden, um harmlos für gewisse Kräfte zu sein. Und die dann natürlich infiltriert werden und Versuche gestartet werden. Hier die Energie ins Gegenteil umzudrehen. Und da sollte man viel besser aufpassen. Und damit zurück in die Realität. Auf zum jetzt am Wochenende stattgefundenen grünen Gipfel, zum grünen Parteitag. Und das ist doch ein guter Einstieg hier. Pizza-Aufstand bei den Grünen. Lasse ich einfach mal so stehen. Wir haben gerade über Pizzagate gesprochen. Wir schon informiert über gewisse Dinge, die auch von den Grünen am Ende zum Beispiel favorisiert werden. Und ich sehe in diesen Lesungen keinen Zufall mehr. Denn gelang. Auf jeden Fall, dass hier Lava ist.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Dinge so wie sie laufen, so inszeniert sein scheinen. Das sind solche Meldungen, nicht so Zufall. Aber jetzt ist es mal. Ja, nun gut. So, zurück zu Elon Musk. Er twittert nicht nur über Pizzagate, sondern er twittert auch Q, der Anon, sendet hier Q sozusagen, nachdem an OpenAI die neue Q-Sternchen-Plattform präsentiert hat. Und ja, was hat es mit dieser Q-Sternchen-Plattform auf sich? OpenAI und Q. Wie weit ist es noch bis zur künstlichen Superintelligenz, wird hier gefragt. Die Mission von OpenAI, AI, wie auch immer, ist die Entwicklung der sogenannten allgemeinen künstlichen Intelligenz. Gerüchte sagen, der nächste Schritt dahin sei bereits gelungen. Fachleute äußern sich zurück. Ja, hat das was mit Q zu tun? Ist das ein Zufall? Ist das ein Versuch, Q in seine Richtung zu drehen? Ich weiß nicht, dass man sich hier zur neuen Superintelligenz ebenfalls den Buchstaben U ausgesucht hat, ohne das in irgendeine Richtung bewerten. So, ihr merkt, wir schleppen uns hier gerade von einer kryptischen Verschwörungstheorie zur nächsten. Tatsächlich noch der 60. Todestag von John F. Kennedy mit rein. Für viele Kennedy ja der Ausgangspunkt einer gewissen Bewegung, die dann resultiert hat. Der Ausdruck Verschwörungstheorie wurde nach der Ermordung von John F. Kennedy eingeführt, um diejenigen zu diskreditieren, die offizielle Version nicht glaubten. Es ging damals schon los. Und ihr hört dann, dass beide Brüder innerhalb von 5 Jahren ermordet wurden, verstärkte den Mythos enorm. Und man kann sich das Grab von John F. Kennedy zum Beispiel anschauen. Das ist eine Sache, über die Q selbst nie gesprochen hat. Und die Rückkehr von John F. Kennedy Jr. ist ja heute ebenfalls noch ein Mythos, an den viele glauben möchten. Hier werden wir sehen, was dabei rauskommt und blicken eventuell auf den Neffen von John F. Kennedy Jr. Robert F. Kennedy Jr. Den Neffen von John F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. in den USA und ebenfalls den Antritt und auch hier werden wir sehen, wie die Geschichte präsentiert werden. Dass damals schon gewisse Dinge losgegangen sind, die Rede von John F. Kennedy zu dem Monolith am Grenzwall bedroht. Ist auch schon legendär. Und ja, ich gehe davon aus, dass gewisse Bewegungen schon lange, lange vor Kennedy, schon in Jahrhunderten begonnen wurden, als gewisse Kräfte einfach erkannt haben, dass man dieses monolithische Ungeheuer stoppen muss. Aber das nicht frontal passieren kann, sondern nur mit einer langen, langen Anlaufzeit. Und ja, ich denke, das Ende dieses Prozesses erleben wir im besten Falle heute in diesen Tagen. So, damit zur Frankfurter Rundschau. Und wir bleiben bei den Verschwörungsmythen. Hier, zu Thanksgiving. Trump Jr. nimmt das FBI ins Visier. Jetzt alles nicht so tragisch. Ich nehme diese Meldung nur mit rein, um zu zeigen, dass gewisse Themen eben schon auf dem deutschen Frühstückstisch landen und dass Trump Junior einem Jahr auch lesen dürfen. So, und dann blicken wir auf Trump, der eventuell ein neues Problem bekommt. Zumindest wäre das der einen oder anderen Quelle ganz lieb. Hat ihn irgendjemand Notiz davon genommen, dass Donald Trump wirklich alt ist. Eines der Dinge, die momentan dem einen oder anderen schreiben, auffällt, ist ja, dass eine eventuelle Demenz mehr und mehr voranschreitet und Trump ja nicht viel jünger ist, glaube ich, als Joe Biden. Und eventuell möchte man die körperliche und geistige körperlichen und geistigen Niedergang zu benutzen, auch Trump keine weitere Amtszeit möglich zu machen. Das gute Alter, der weiße alte Mann. Wir kennen uns.
Ja. Hier, er ist jünger als er ist hier, aber nicht viel. Und meine weitere Freundschaft von Trump zu verhindern. Und hier, da sind uns alle einig, da steht wohl nicht mehr dazwischen. Da ist es hier, ist was passiert, wenn Donald Trump stirbt. Das wäre wohl noch eine Möglichkeit, während er als Präsident hier kandidiert. Hier ist Business Insider. Natürlich nehmen wir das nicht als eine Drohung. Aber auch hier glaube ich, wenn ein Tod von Donald Trump angedacht gewesen wäre, beziehungsweise wenn es im Bereich des Möglichen gewesen wäre jetzt in dieser Phase, dann hätten wir den wohl schon während seiner Präsidentschaft gesehen, denn ich weiß gar nicht, wo gibt's. Ja, gewisse Gerüchte natürlich. Aber es sind mindestens 10 dokumentierte Tötungsversuche, auf die man da zurückgreifen konnte. Der wohl spektakulärste war wohl dieser mit dem U-Boot vor Hawaii und so weiter. Also, ja, wenn man ihn hätte töten können, dann hätte man das wohl schon getan. Und ja, Trump hat derweil hier auch bei der Washington Post berichtet, den finalen Kampf, die finale Schlacht, die letzte Schlacht ausgerufen. Und ja, in den USA spitzt sie das mehr und mehr zu. Wobei natürlich ein gewisser Erkenntnisprozess auch bei denjenigen inzwischen durchgesetzt hat, die bei der letzten tatsächlich dann auch Joe Biden gewählt haben. Irgendwer von 6 Millionen. So, und dann sind wir bei der Wahl 2024. Ein Richter in Missouri muss nur entscheiden, ob sich die Wähler im Jahr 2024 mit einer Voter-ID, also mit einem Personalausweis, identifizieren müssen. Da gibt man sich ja ebenfalls alle Mühe, jeden an die Wahlurne zu bekommen, den man kriegen kann. Denn auch hier gilt es, ja, jede Stimme zu sammeln. Und ja, eventuell das auch der Grund, bezogen da eine durchaus progressive Migrationspolitik in diesen Tagen fährt. So, und damit, um beim Wahlthema zu bleiben, blicken wir nach Holland. Ja, wo der nächste Super-GAU passiert ist. Geert Wilders hat bei den Wahlen in den Niederlanden gesiegt. Der Rechtspopulist, natürlich Rechtspopulist, Wilders triumphiert bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden und will neuer Premierminister werden. Doch eine Regierungsbildung könnte schwierig werden. In Holland gibt es inzwischen eine Einheitspartei, ähnlich wie überall sonst auch, die sich natürlich nun aufgemacht hat, zu verhindern, dass hier Wilders wirklich in eine politische Verantwortung kommt. Wie gesagt, gleiches Schreckgespenst natürlich in Deutschland mit der AfD. Wilders will raus aus der EU, kommt jetzt der Nexit. Ja, welches Land da als nächstes gehen darf. Ja, wir sind gespannt. Ich denke, dass der nächste Austritt oder der nächste bekundete Austrittswille eventuell dann auch zu einer Kaskade führen kann. Wenn hier einer raus will, dann möchten ganz, ganz viele raus und dann steht man irgendwann alleine da. Schon angedeutet, droht jetzt Deutschland ein AfD-Beben nach dem Wilders-Sieg in Holland. Ich glaube, dafür ist ein Wilders-Sieg nicht notwendig gewesen. Dafür hat man ja in den letzten Jahren wirklich alles gemacht, um die AfD erstarken zu lassen, aus welchen Gründen auch immer. Eventuell möchte man ja die Demokratie dann doch noch irgendwie retten. So, Gott sei Dank stellen sich auch in Holland die Gutmenschen mal wieder auf die moralisch richtige Seite. Demos nach Wahlsieg von Wilders in den Niederlanden. Kann ich mir auch vorstellen. Kein Rassist als Ministerpräsident. Auch hier. Ja, kann man sich ja einfach mal den seit gefühlt Jahrzehnten regierenden Ministerpräsident Rutte mal ein bisschen genauer anschauen. Aber ja, ich deute hier natürlich nichts an. Und ja, wo wir bei Rutte sind, seine Partei will nicht mit Wilders regieren, richtig so. Also kein Millimeter nach rechts, heißt es, glaube ich, in Deutschland. Und ja, auch das eine Entwicklung, die man medial eventuell noch ein bisschen hochhalten kann. Aber ja, wenn man es denn an der Wahlurne nicht schafft, hier die Rechtspopulisten von einer gewissen Mehrheit abzuhalten, dann weiß man, dass man eigentlich die Mehrheit ist. Ich tue jetzt aber auch aus der Öffnung unterbrechen. Ob das zu einer dann positiven Entwicklung führen wird oder nicht, wird man sehen.